Herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil dieses Mendeley-Einführungskurses. Es geht darum, wie Sie Referenzen im Text einfügen und wie Sie diese Referenzen danach bearbeiten können. An verschiedenen Stellen in Ihrem wissenschaftlichen Text werden Sie Literatur zitieren, insbesondere die Einleitung und Diskussion in naturwissenschaftlichen Publikationen enthalten speziell viele Referenzen. Die Literaturangaben unterscheiden sich je nach Art der Quelle. Ein Artikel wird zum Beispiel anders zitiert als ein Buchkapitel oder ein Buch. Das Literaturverwaltungssystem hilft Ihnen also, die Referenzen zum einen korrekt im Text wiederzugeben, auf der linken Seite, und dann auch im Literaturverzeichnis rechts entsprechend abzubilden. Wir schauen uns nun das Zitieren mit Mendeley im Text genauer an. Dafür benötigen Sie Mendeley Cite, das Zitationsplugin, das Sie vorgängig installiert haben. Ich habe dies im ersten Teil dieses Kurses erläutert. Zum Schreiben nutzen wir hier Word Desktop. Es funktioniert auch mit Word Online, wie ich Ihnen zeigen werde, oder einem anderen Textverarbeitungsprogramm. Sie öffnen zuerst Ihr Word-Dokument. Dann müssen Sie eventuell Mendeley Cite noch aktivieren, falls dies noch nicht geschehen ist. Dies machen Sie, indem Sie bei Einfügen die Add-ins öffnen und dann Mendeley Cite anklicken. Dann öffnen Sie Mendeley Cite unter Referenzen oder auch References. Hier finden Sie das Plugin, dargestellt durch einen roten Kreis mit dem Mendeley-Symbol. Nun öffnen Sie dieses Fenster und melden sich bei Mendeley an. In Word Online sieht es sehr ähnlich aus, wie Sie hier sehen. Auch öffnen Sie zuerst das Word-Dokument. Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie das Mendeley Cite Plugin unter Einfügen, Add-ins, Mendeley Cite. Danach haben Sie Mendeley Cite zur Verfügung und zwar unter dem Reiter Verweise oder auch References. Sie öffnen das Plugin und auch hier melden Sie sich bei Mendeley an. Nun haben Sie in beiden Fällen eine Verbindung hergestellt von Mendeley zu Ihrem Word-Dokument. Wir bleiben im Folgenden bei Word Online. Die Funktionalitäten für Mendeley entsprechen denen in Word Desktop. Sie schreiben also Ihren Text und möchten gerne Referenzen einfügen. Dafür nutzen Sie zuerst das Suchfeld und suchen die Referenz in der Bibliothek. Sie wählen die Referenz an, das kann eine Referenz sein oder auch gleich mehrere. Falls Sie mehrere Referenzen anwählen, dann werden diese anschließend in derselben Klammer im Text zitiert. Nun wählen Sie den Button Insert Citations. In diesem Fall habe ich zwei Zitationen gewünscht. Damit werden diese im Text eingefügt. Wenn Sie eine Referenz im Text anpassen möchten, dann klicken Sie darauf. Die Referenz wird jetzt aktiviert und nun können Sie direkt im Text Anpassungen vornehmen, also zum Beispiel die Jahreszahl herausstreichen. Die Änderungen können Sie auch im Programm machen, auf der rechten Seite. Sie nutzen hier dieses Fenster und auch hier können Sie manuell den Text überschreiben oder Sie können die Referenz öffnen und zusätzliche Angaben machen, wie zum Beispiel die Seitenzahl. Mendeley weist darauf hin, dass die Änderungen, die Sie hier vornehmen in den Referenzen im Text, nur gültig sind für das aktuell geöffnete Dokument. Sie werden nicht in der Mendeley Library, also in Ihrer Bibliothek, mit abgebildet. Sie können den Zitationsstil und auch die Sprache anpassen. In Mendeley Cite finden Sie diese Funktion unter Citation Settings. Sie wählen zuerst den Stil aus. In diesem Fall ist der American Psychological Association 7th Edition ausgewählt. Anschließend ist es je nach Stil auch möglich, eine Sprache zu wählen, sofern verfügbar. Im Falle dieses Stils ist dies nicht möglich, die Sprache ist hier vordefiniert und kann nicht geändert werden. Zuunterst erhalten Sie die Vorschau des Zitats, so sieht es dann aus, wenn das Zitat im Text erscheint. Falls Sie einen Zitationsstil im Detail anpassen möchten oder gar selber herstellen möchten, dann können Sie auf den Citation Style Language Editor, CSL Editor, zurückgreifen, der online verfügbar ist.
Zur Bedienung dieses Editors bietet die Universitätsbibliothek Bern regelmäßig einen Kurs an. Das Literaturverzeichnis erstellen Sie über den Button Insert Bibliography, wenn Sie oben rechts die drei Punkte anwählen. Das Verzeichnis wird genau dort eingefügt, wo sich Ihr Cursor befindet. In dieser Liste befinden sich nun alle Referenzen, die Sie innerhalb dieses Dokuments mit Mendeley eingefügt haben. Als Tipps kann ich Ihnen Folgendes mitgeben. Manuelle Änderungen im Literaturverzeichnis werden nicht gespeichert. Das heißt, wenn ich hier reingehe in das Literaturverzeichnis und dort manuell einen Punkt oder ein Komma ändere, als Beispiel, dann wird diese Änderung wieder zurückgesetzt beim nächsten Aktualisieren der Bibliothek. Darum nehmen Sie Änderungen, wenn möglich, direkt in der Mendeley-Bibliothek vor. Das heißt, Sie öffnen die entsprechenden Referenzen und fügen die Änderungen dort ein. Alternativ, falls sich eine Änderung nicht anders vornehmen lässt, gibt es einen einfachen Trick. Im finalen Manuskript kopieren Sie das Literaturverzeichnis. Sie löschen das Verzeichnis, das Sie mit Mendeley erstellt haben, und danach führen Sie das kopierte Verzeichnis wieder ein als Plain Text, also als rohen Text. Sie können dann diesen Text formatieren und ändern, wie Sie möchten. Allerdings geht der Link zu Ihrer Mendeley-Bibliothek verloren dabei. Wir wechseln nun zur Live-Demo. Ich befinde mich hier in meinem Word-Dokument. Und zwar arbeite ich nun mit Word Desktop. Ich sehe bereits, Mendeley Site wurde als Plugin installiert. Das ist hier oben rechts verfügbar. Ich aktiviere das Plugin. Als erstes muss ich mich anmelden. Nun hat Mendeley eine Verbindung hergestellt von meiner Mendeley-Datenbank zu diesem Word-Dokument. Ich habe nun hier All References, alle meine Referenzen, verfügbar zum Einfügen im Text. Möchte ich jetzt eine bestimmte Referenz finden, dann kann ich zum Beispiel nach einem Autoren, einer Autorin suchen. Ich kann auch einen Teil des Titels nehmen, ein Stichwort, ein Tag, was auch immer in dem Fall nützlich ist. Ich wähle nun die Referenz an, die ich einfügen möchte. In diesem Fall wähle ich gleich zwei Referenzen. Ich wähle Insert Two Citations und die beiden Referenzen werden nun gleich in Text eingefügt. Sie sehen, dass um die Zitation im Text eine Box dargestellt wird, ein Rahmen, der mir anzeigt, dass dies eine Mendeley-Referenz ist. Das heißt, dieser Text hier ist direkt aktiv mit Mendeley verknüpft. Ich kann nun weitere Referenzen einfügen oder aber die bestehende Referenz auch bearbeiten. Wenn ich eine Referenz bearbeiten möchte, dann klicke ich einmal darauf, um sie zu aktivieren. Jetzt kann ich die Referenzen einzeln bearbeiten oder auch manuell überschreiben. Bei der Einzelbearbeitung kann ich zum Beispiel die Seitenzahl eingeben, die relevant ist in diesem Fall. Und wenn ich eine manuelle Überschreibung mache, dann kann ich eine Änderung einfügen, die dann bestehen bleibt. Das heißt, die in Mendeley so hinterlegt wird. Zum Einfügen des Literaturverzeichnisses nutze ich die drei Punkte oben rechts. Ich wähle Insert Bibliography. Ich werde darauf hingewiesen, dass die Bibliografie genau dort eingefügt wird, wo mein Cursor sich befindet. Die beiden Referenzen werden nun als Liste hier dargestellt. Auch hier sehen Sie wieder die Box um den Text herum, was mir anzeigt, dass es sich hierbei um ein aktives Mendeley-Element handelt. Wie vorhin gesagt, Änderungen direkt hier in dieser Box würden nicht gespeichert. Das heißt, ich muss Änderungen an einzelnen Referenzen direkt in der Mendeley-Library eingeben. Wenn ich nun den Zitierstil ändern möchte, dann kann ich bei Citation Settings einen anderen Stil auswählen. Ich habe hier einige Stile, die ich bereits benutzt habe, die werden hier in einer Liste dargestellt. Daraus kann ich einen Stil auswählen oder nach einem anderen Stil suchen.
Via Update Citation Style wird dann mein Stil im Dokument angepasst. Falls ich das Literaturverzeichnis wieder löschen möchte, dann kann ich dies manuell tun im Text, indem ich das ganze Literaturverzeichnis anwähle und über Delete lösche. Selbstverständlich kann ich jederzeit wieder ein neues Literaturverzeichnis einfügen, wo ich es benötige. Damit sind wir am Ende der Einführung in Mendeley. Falls Sie Fragen oder ein sonstiges Anliegen zur Literaturverwaltung haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden über tools.ub@unib.ch. Weitere Kurse in Literaturverwaltung finden Sie online auf der Seite der Universitätsbibliothek Bern.